Moin, willkommen in der Kultgarage, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Automobils. Heute habe ich einen Nippon-Klassiker für euch am Start, einen Mazda MX-5 aus der ersten Serie, Baureihe NA, mit dem 1,9 Liter 16V-Motor mit 130 PS. Das Fahrzeug hat originale 55.000 Kilometer gelaufen und wer mich kennt, weiß, dass ich mit Superlativen wie Superzustand und traumhaft und top sehr sparsam umgehe, aber heute möchte ich das wirklich mal nutzen, das Auto für dich in einem sensationellen Zustand für so einen Mazda MX-5. Und wir schauen uns den einmal jetzt an. Was mich absolut umgehauen hat, war der Motorraum vorn. Ja, man kriegt so ein Auto rein, dann macht man natürlich hier und da, legt man mal Hand an, wischt mal drüber und macht was ein bisschen hübsch. Und dann wollte ich den Motorraum machen. Und was habe ich festgestellt? An dem Motorraum muss ich gar nichts machen. Der sieht aus wie aus dem Laden. So einen gepflegten Wagen mit so einem Motorraum, muss ich sagen, habe ich fast noch nie bekommen. Und wenn ihr auch mal die Details jetzt seht, die wir euch gerade zeigen, also hier Federbeindome und alles gelb verziert noch, null Rost, nicht eine Schraube irgendwie angerostet. Der Wasserkasten hier, wo das Wischergestänge ist und so, alles wirklich in einem traumhaften Zustand. Auch kein Ölschwitz, nirgendwo nichts. Also wirklich, ja, ich kann mich begeistern. So, der Innenraum sieht dementsprechend auch top aus bei dem Wagen. Wer die Baureihe kennt, weiß, dass selbst bei einer niedrigen Laufleistung die Sitze oft trotzdem in Mitleidenschaft genommen werden, beim einen Aussteigen das Material dann brüchig wurde und Risse bekommen hat, das Leder. Das heißt, die Sitze wurden einmal neu bezogen komplett. Sehen dementsprechend jetzt auch, kann man sagen, neuwertig aus. Der vorletzte Eigentümer des Wagens hatte ein Modellbaugeschäft und dementsprechend war er ein Mann fürs feine Detail. Er hat eine Stereoanlage eingebaut. Die wurde aber so installiert, dass nicht ein Loch gebohrt wurde und nichts an dem Wagen beschädigt wurde. Das heißt, es lässt sich alles rückrüsten auf Originalzustand. Hat auch hier hinten eine Frequenzweiche noch reingebaut. Hier unten ist ein Lautsprecher drin. Hier sind Frequenzweichen. Hier ist eine Bedienung für das Radio drin. Das wurde alles mit Klett verbaut und so weiter, so dass nichts beschädigt ist. Der Wagen hat das erste Verdeck noch. Da werden wir euch noch mal ein Foto einfügen jetzt ins Video dann. Und auch in einem super Zustand. Auch der Lack ist für ein rotes Auto. Wer sich auskennt, weiß, rot bleicht immer, kreidet von der Sonne aus. Der Lack ist auch noch in einem super Zustand. Sportauspuff hat er bekommen, das ist, glaube ich, auch so die einzige Änderung von der Originalität weg, wurde aber gerne damals gemacht. Ja, und das hier, wenn du das mal zeigst, wir haben hier die originalen Maßfelgen, die gerne bestellt wurden damals mit dem Fahrzeug, auch in einem sensationellen Zustand. Ja, und wenn wir jetzt schon hier hinten sind, auch gerade so typisch, wo die Mazdas immer gerostet sind, hier an den Radläufen, wir haben hier Radläufe, wirklich jungfräuliche Radläufe hier mit den originalen Schweißbungen, das ist noch nie was gemacht worden. Auch hier, wenn du das einmal längs zeigst, der Schweller mit der Naht hier unten und so, das ist auch alles, also wirklich, habe ich schon mal das Wort sensationell heute benutzt? Ich glaube ja. Ich würde es dann gerne nochmal tun. Also wirklich sensationeller Zustand der Wagen. Wenn ihr wirklich so ein Auto sucht und Lust auf einen MX-5 habt, und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Klassiker, eine Design-Ikone, und ihr wollt so ein Auto haben für euch, kommt vorbei, schaut euch den Wagen an, ihr werdet begeistert sein. Es gibt, glaube ich, wirklich nichts zu mäkeln an dem Auto, gar nichts. Und dann kommt nach Hamburg, schaut euch den Wagen an. Wir sehen uns beim nächsten Video in der Kultgarage wieder und jetzt kommt der legendäre Rundflug einmal ums Auto mit ein paar Detailaufnahmen noch, dass ihr wisst, was ihr hier vorfindet, wenn ihr anreist. Bis zum nächsten Video in der Kultgarage. Macht's gut, euer Ron. Ciao.